Yo Leute, was geht? Mein Name ist Flo. Das Kader-Update zur neuen Saison 2021-22 in We Are Football ist draußen und deshalb schauen wir heute auf den BVB, die wichtigsten Statistiken und noch einiges mehr. Der beste Spieler im Kader des BVB ist natürlich Erling Haaland, 20 Jahre jung, Jahrhunderttalent und deshalb jetzt schon eine Bewertung von 3 goldenen Sternen und eine Gesamtwertung von 13,2. Das größte Talent im Kader des BVB ist Youssoufa Moukoko, 16 Jahre jung, 8,4er Bewertung und er ist ein Jahrhunderttalent. 5er Sterne Talentbewertung, der wird noch so viel besser. Bester Torschütze der letzten Saison und höchstwahrscheinlich auch dieser Saison beim BVB ist und wird Erling Haaland. 27 Tore in der letzten Saison und jetzt auch schon wieder auf dem besten Weg, einer der besten Torjäger der Liga zu werden. Die meisten Vorlagen im Kader des BVB gab in der letzten Saison leider ein Abgänger. Jadon Sancho mit 12 Vorlagen hat schon einiges geleistet, aber knapp dahinter Rafael Guerreiro mit 11. Der war also auch nicht schlecht auf dem linken Flügel. In der letzten Saison gab es ja noch das Revierderby und dort hat sich der BVB keine Blöße gegen Erzrivalen Schalke 04 gegeben. Deren Abstiegssaison konnte man mit 3:0 und 4:0 in den Derbyspielen besiegeln. Fun Fact Nummer 1, Dortmund hat mit 34 Spielern den breitesten Kader der Liga, aber gleichzeitig auch einen der jüngsten. Das Durchschnittsalter ist gerade mal 24,7 Jahre. Fun Fact Nummer 2, trotz der unfassbar hohen Qualität im Kader der Bayern, spielt der wertvollste Spieler beim BVB. Nicht nur der Liga, sondern auch weltweit ist Erling Haaland der teuerste Spieler. Das waren die wichtigsten Statistiken für den BVB für diese Saison. Wenn ihr noch weitere Fun Facts habt, dann gerne unten in die Kommentare. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bis dann.